Seid gegrüßt, liebe Freizeitpark- und Kindesfreunde. Herzlich willkommen hier beim nächsten Crazy Vlog und dieses Mal in der World Disney World Florida. Oh, say can you see by the dawn? Hey! Ich bin jetzt gerade schon was gefahren, weil ich habe davor nicht vloggen können, was echt verdammt voll ist. Und zwar eine Bahn, die auch Wartezeiten hatte bis zum geht nicht mehr, als sie eröffnet hat. Und zwar Slinky Dog Dash Ride. Ich muss jetzt gerade mal nachschauen, von welchem Hersteller die Bahn ist. Mack? Keine Ahnung. Gerstlauer? Kein Plan. Peinlich. RCDB? Mack Ryan's Multi-Launch Coaster hier im Toy Story Land. Thematisch natürlich genial gestaltet zwischendrin mit diesen ganzen Figuren aus Toy Story. Ein sehr, sehr großes Frontcar. Glücklicherweise darf man hier tatsächlich mit Stick filmen. Also nicht nur mit Brust, sondern auch mit Stick. Das finde ich extremst cool. Und da bin ich extremst überrascht drüber. Und das freut mich sehr, weil dadurch kann ich echt coole Onrides für euch machen. Ich habe mir extra einen kurzen GoPro Schwimmstick gekauft. Richtig geil. Ich bin habe jetzt gerade 5 Minuten gewartet, weil ich nämlich direkt am Anfang reingegangen bin. Das Schöne hier ist, hier lassen die Leute nicht laufen, sondern es gehen vorne Cast-Member und dadurch wird die Gruppe langsam, ganz langsam Richtung Achterbahn gebracht, wo die Leute halt hinlaufen. Finde ich super. Ja, und jetzt gehe ich einfach mal zu Hollywood Tower, Twilight Terror Tower. Denn ich habe hier einen 12. Fastpass für Star Tours, dann nochmal für Toy Story Mania und für noch irgendwas. Ich weiß gar nicht für was. Das heißt, die anderen Sachen muss ich jetzt schauen, dass ich fahre. Ah ja, genau, für Rock'n'Roller Coaster am Abend. Das
heißt, die anderen Sachen muss ich jetzt schauen, dass ich hier fahre. Zwischendrin, zwischen den Fastpässen filme ich hier den Park und werde schauen, dass ich rüberkomme ins Animal Kingdom und vielleicht da schon mal die Primeval Worlds oder so fahre, um die Counts zu holen. Oder Flight of the Passage, denke ich, würde ich mich zeitlich nicht schaffen anzustellen. Aber ja, also bis dann. You are the passengers on a most uncommon elevator about to ascend into your very own sort of the Twilight Zone. Vergleich ist es schon mal hier 10.000 Mal besser. Also ich meine, in Japan steht ja nur der Terror Tower, hat eine ganz andere Story als diese Hollywood Tower Hotels. Aber what the fuck, das ist ja richtig krass. Erstens Pre-Show, der viel geilere Cuban-Thematisierung. Und wenn man dann drinnen ist, dann hat man, also man hat schon so ein bisschen hoch runtergefahren, dann hat man so diesen langen Gang, wo dann die Geister erscheinen und dann so Sterne sind. Aber dann ist es krass, dann fährt der Wagen vor und fährt diesen kleinen Dark Ride Park vorwärts als Chase und fährt dann erst an diese Stelle, wo man praktisch hochfährt, dann über den ganzen Park sieht und dann auch einmal wieder runterdroppt. What the fuck, war das geil. Also und vor allem sind diese Drops, der hat viel mehr gehabt als der in Japan an Drops und alle Drops so intensiv, dass der ganze, also mir hat es gekribbelt im Magen, mein Rucksack ist hochgeflogen, ich habe ihn in der Hand gehalten. Ich durfte auch wieder hier einen On-Ride machen, natürlich ist es viel zu dunkel, deswegen sieht man nicht wirklich so viel. Werde ich nicht als separates On-Ride hochladen, aber kann ich ja einen Vlog reinschneiden. Ja, und jetzt gehe ich mal zu Cars, weil ich habe jetzt ein bisschen Zeit bis zum Fastpass. Wir machen mal die Cars Racing Academy. Und ja, dann... Läuft es eigentlich gerade perfekt, weil dann kann ich danach den ersten Fastpass machen, dann kann ich in der Zwischenzeit filmen und die Indiana Jones Show machen, also so wie ich mir das vorgestellt habe. Also bis dann. So Leute, ich war jetzt in Lightning McQueen's Racing Academy, das ist diese neue Show mit einer wirklich, wirklich absolut kranken Lightning McQueen, das ist der rote Racer Car Animatronic. What the fuck, das war gerade echt nicht mehr normal, diese Animatronic. Ja, das geht um so eine Racing-Simulation. Und hinten ist noch ein riesiger Bildschirm an der Wand. Also ansonsten ist da nicht viel in dieser Show, was passiert. Aber das, was halt cool ist mit diesem Animatronic, der ist wirklich, what the fuck, Jesus. Der ist nicht mehr normal. Also das ist echt komplett unnormal, diese Animatronic. Ich durfte leider nicht filmen, also konnte ich euch nicht zeigen. Mein Plan ist jetzt,
vielleicht mache ich noch die Indiana Jones Show jetzt. Dann habe ich erst einen Fastpass, dann habe ich Zeit zu filmen. Und ich glaube, dass dann also nach der zweiten Fastpass dann Uwe Feins Animal Kingdom und schaue, dass er die Safari wenigstens macht und einfach mal filmen. Weil ich bin ja im Animal Kingdom nochmal. Und das Ding ist, ich habe meine normale Kamera vergessen. Mehr habe ich gerade gesehen. Und ich will die ganzen schönen Dark Rides nicht machen ohne die Kamera, weil das wäre echt schade. Also dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn ich was gefahren bin oder was Neues für euch habe. Bis dann. Leute, ich war jetzt in Indiana Jones Epic Stunt Spectacular. Das ist eine Stunt-Show, wo halt praktisch so das erklärt wird, wie das halt, das werden halt so eine Art Sets werden immer gedreht, also während halt in eben Indiana Jones gedreht wird, sieht man die ganzen Stunts. Ich finde, also da gibt es drei Sets, die schieben dann, das ist ganz beeindruckend, die schieben diese ganzen Sets mit Lastern dann weg und dann tauchen dahinter immer neue Sets auf. Naja, das erste ist praktisch diese Tempel, wo dieser riesige Fels auf ihn zurollt. Das ist ganz cool gemacht, weil er dann praktisch von diesem Fels gerollt wird. Also das ist echt ganz lustig. Dann die zweite Szene ist so ein Kampf in Marokko, wo dann eben viele vom Haus runterfallen, viele sich prügeln. Und die dritte Szene ist in der Wüste mit diesem riesigen Flugzeug. Ja, und das ist dann auch relativ cool, weil dann dieses riesige Flugzeug ist und dieser eine Schlägertyp, der dann da irgendwie in diesen Rotor reingelangt, das wird dann auch irgendwie gemacht, der verschwindet dann auf einmal. Also es ist schon sehr episch, aber ich hätte mir jetzt mehr erwartet von dieser Stuntshow. Aber trotzdem ist schon relativ cool, dauert relativ lang. Und jetzt gehe ich zu Star Wars, wie heißt der Scheiß nochmal? Mein Gott, Star Wars. Ich bin so dumm, Leute, wenn ich krank bin, das ist unglaublich. Ich schau mal kurz nach, wie es heißt. Star Tours, The Adventure Continues, so heißt. Da gehe ich jetzt hin. Ich melde mich wieder. Ich war jetzt in das Star Tours, The Adventure Continues. Ist ein Star Wars Motion Based Simulator und
Oh, Digga, mir gehen diese Motion-Based-Simulatoren so auf die Nerven. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Das ist so anders da langweilig. Naja, ist aber wie es ist. Ich war da jetzt drin. Ich fand es langweilig, mir wird auch an die Dinge nicht mehr schlecht. Das einzige Gute war, was auch Disney-Verhältnisse zeigt, dass dann vorne vor der Leinwand in diese Motion-Base, wo man auf dieses, also das war ein Raumschiff, Star-Tour-Raumschiff, der man drinnen ist, war eben ein großer Animatronic von C3PO. Der war ziemlich cool, aber ansonsten war es auch. Jetzt gehe ich mal alles hier komplett filmen und dann melde ich mich wieder, wenn ich mit meiner Filmrunde fertig bin. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich Toy Story Mania machen und dann werde ich wahrscheinlich ins Animal Kingdom rüberfahren. Also ich melde mich, bis dann. So, meine Freunde, nachdem ich jetzt den ganzen Park komplett abgefilmt habe und jetzt hier essen war, war ich gerade noch in Muppet Vision 3D, weil ich noch, ja, keine Ahnung, ich habe noch irgendwie eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde, bis ich meinen Fastpass habe für Toy Story Mania. Und das wollte ich irgendwie überbrücken und in einen anderen Park zu fahren lohnt sich nicht. Und man braucht ja auch ein bisschen hin, die Parks liegen ja schon ein Stückchen auseinander. Muppet Vision 3D ist ein 3D-Film, ganz nett gemacht, wo die Muppets halt so ein bisschen Spaß mit dem Publikum machen und deren Technologie, 3D-Technologie vorstellen. Und das Schöne an dem ist, also 3D ist ja schon mittlerweile ein bisschen langweilig und alt, dass dann wieder einfach ein paar Figuren durchs Publikum laufen, also Leute in Kostümen, in Cosplay-Kostümen, oder dass einmal irgendwie so in Animatronics oben rechts oder links auf so Balkonen, auf diesen Emporen von dem Theater sind, in dem man drin sitzt, und so ein paar Effekte, die eigentlich eher an 4D erinnern, die sind auch noch mit dabei. Das ist dann ganz nett gemacht und das macht das Ganze auch aus. So, wie gesagt, ich gehe jetzt mal Richtung Toy Story Mania und am Weg ist noch so Disney Presents. Da wird, kann man sich anschauen, wie der Park hier entstanden ist. Ich glaube, das mache ich auch noch, weil ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Hollywood Studios sind sehr, sehr klein für die Masse an Besuchern, die hierher kommt. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich hier auch durch. Ich habe für Abend im Rock'n'Roller Coaster noch einen Fastpass. Aber bis zu diesem Fastpass, der ab 8 Uhr losgeht, werde ich dann in dieses Animal Kingdom gehen. Weil, wie gesagt, das ist das Sinnvollste. Dann versuche ich da mal die Safari-Fahrt zu fahren und schon mal alles abzufilmen im Animal Kingdom, weil ich habe dann die ganzen Fastpässe und Dark Breath möchte mit dem Alex zusammen machen. Der ist dann übermorgen haben wir die Fastpässe für Navi River Journey und davor würde ich auch in Flight of the Passage so gehen. Aber das seht ihr dann im jeweiligen Vlog. Jedenfalls melde ich mich wieder, wenn ich jetzt dann, ich denke mal, in Toy Story Mania gewesen bin. Und ich versuche, die immer in Online zu machen. Das scheint ja hier ganz gut zu funktionieren. Also bis dann. Congratulations!
Ja, hallo meine Freunde. Ich war mit meinem Fastpass jetzt in Toy Story Mania, diesem Shooting Dark Ride. Das ist ein Shooting Dark Ride, der ist ja genauso wie jetzt Mousse au Chocolat im Phantasialand. Das ist das Fahrsystem. Man fährt vor diese Leinwände und hat diese an diesem Griff zu ziehen. In dem Fall ist es, dass man halt vor Spielbuden fährt. Ich bin in Japan auch gefahren. Ich finde, hier ist der Ride generell größer. Also die Q-Line ist größer. Der Ride an sich ist, glaube ich, nicht unterschiedlich, aber die Q-Line macht schon mehr her. Und der Ride an sich hat mir jetzt hier besser gefallen, wahrscheinlich weil ich nicht so lange angestanden bin wie in Japan. Ja, von daher hat mir Bock gemacht, war echt cool. Und ja, ich meine, wie Mousse au Chocolat, die Thematisierung im Ride ist nicht großartig. Man hat halt diese Spielbude, wo man meinetwegen Ringe um diese Aliens schießen muss oder die Soldaten abschießen muss, die verschiedene Punkte haben. Ich hatte den Rekord von unserem Wagen, ich hatte 125.000, Monatsrekord ist 500.000, also ja, war jetzt nicht so perfekt, aber war okay. Und ja, ich finde diesen Ride echt so cool. Ich denke, das ist ein cooler Ride für zwischendurch, ein bisschen zu schießen. Ich würde dafür normalerweise nicht nochmal 2,5 Stunden oder 2 warten. Aber ich sag mal, so eine Stunde kann man dafür schon warten, wenn es ist. So, eigentlich ist da voll die fette Gewitterwolke gewesen. Die hat aber anscheinend nicht so viel Regen mitgebracht. Ah, da hinten dort ist noch, okay. Naja, wurscht. Ich gehe jetzt rüber zu, zum Animal Kingdom. Weil ich jetzt hier mehr oder weniger durch bin. Ich meine, ich habe später noch Fastpass für Rock'n'Roller Coaster. Aber der Park ist jetzt zumindest geschafft, ist fertig. Ich gehe über ins Animal Kingdom, schaue, was ich da noch schaffe jetzt zu machen. Was ich machen kann, was ich filmen kann. Ja, und dann sehen wir uns wieder, meine Freunde. Bis dann. Seht, bin ich im Animal Kingdom angekommen. Erster Eindruck, Gänsehaut, scheint mir der beste Themenpark der Welt zu sein. Leute, das ist nicht mehr normal. Die Stimmung, die hier transportiert wird, die Atmosphäre, das ist eine Themenwelt, das ist ein Themenpark. Hier ist Kilimanjaro Safaris fahren, 60 Minuten, 70 Minuten Wartezeit und danach filme ich hier, so viel ich halt filmen kann, in der Zeit, bis ich wieder in die Hollywood Studios rüber muss. Wegen Rock'n'Roller Coaster. Also Leute, bis dann. Great.
Totonos and Holy Cow, they did look super heavy, but they're actually super light. They are honeycomb structure, not so they come light. And when the blood flows through those mechanisms and horns, it's actually how the cows regulate their body heat out of dung, dirt, saliva, pretty much anything that you can find just laying around on the ground. Is it in the sun to bake and harden, and once they're done, they're used by many different animals for many different things. So some animals, like elephants and rhinos, are used as well. Here to the right-hand side, you're going to find those tiny antelope hanging out back there. Those are the springboks. Springbok is their name because they can spring 6 feet up in the air from 8 feet. You can tell that because of the way its pattern is formed. It's going to be more rough and ragged around the edges instead of being smooth and in line. If it were to be smooth and in line, it would actually be the reticulated giraffe. I'm hanging out here, hiding in the bushes, and there's also a little bit further up here. Those large canis antelope, those are the Patterson's eland. Patterson's eland are one of the largest types of antelope on the reserve. They can stand out about 6 feet tall and would be around 2,000 pounds. Definitely pretty massive for an antelope to be. And also hanging out right past these giraffes, you're going to find a white-bearded wildebeest up on top of the hill. Now you might notice that almost all these giraffes here are eating. That's because giraffes spend almost their entire days eating. That's why their tongues are a dark purple color. Giraffes have one of the highest blood pressures of pretty much all animals. That's because of the blood from the honey from the bees as well. It's like a huge win for everyone. Now here's at the left-hand side, we're going to find a flamboyant greater flamingo. That's what a group of flamingos is called, a flamboyant. Alrighty, now lions sleep for about 16 to 20 hours out of the entire day. They are nocturnal animals. They do most of the time. Jeep durch eine wirklich angelegte Steppe, Savanne, mega echt, es ist ja echt, wirkt es. Man kann hautnah Antilopen sehen, man kann hautnah Sträuße sehen, also einen Strauß sehen, man kann hautnah Löwen sehen, hautnah Giraffen, alles mögliche an wunderschönen Tieren, also wirklich Nilpferde, alles Wahnsinn, hat mir richtig, richtig gut gefallen und kennt man so von keinem anderen Themenpark. Man hat das Gefühl, man ist wirklich in Afrika und macht eine Safari, so heiß ist es ja hier auch. Und jetzt ist es 6 und das heißt, ich habe noch 1,5-2 Stunden und in der Zeit werde ich jetzt ein bisschen den Park hier abfilmen und mehr mache ich heute in Animal Kingdom nicht. Wir haben nämlich noch einen ganzen Tag hier oder halt so einen langen Tag, wie ich heute in den Disney Hollywood Studios hatte. Also wir hören uns, bis dann. Ja, meine Freunde, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe den größten Teil des Animal Kingdoms abgefilmt. Für euch, für mich. Perfekt. Es hat alles gut gelaufen. Primeval World ist seit 1,5 Monaten down. Das ist diese Doppelanlage an Spinning Coastern. Ist natürlich für den Count schlecht. Aber sie sagen, es könnte euch in den nächsten Tagen jeden Tag aufmachen. Also vielleicht haben wir ja Glück. Ja, jetzt war ich noch kurz bei diesem riesigen Baum, dem Markenzeichen vom Animal Kingdom. Da bin ich gerade noch ein bisschen rumgelaufen,
habe ich eine Art Walkthrough in Anführungsstrichen gemacht. Ja, und jetzt würde ich sagen, fahre ich wieder zurück in die, in die Walt Disney Hollywood Studios. Und ja, weil in einer halben Stunde, ja, nicht in einer Stunde, dreiviertel Stunde geht mein Fastpass für Rock'n'Roller Coaster Starring Aerosmith. Und dann möchte ich wieder zurück sein. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in den Hollywood Studios. Und by the way, da fährt ein Bus rüber. Das heißt, man kann da immer mit dem Bus hin und her fahren. Das ist ziemlich praktisch. Dauert keine Ahnung, 20 Minuten. Ja, also bis denn, meine Freunde. I'd like to introduce our lovely manager. Yeah, she's usually not like this. Yeah, she's worse. I heard that. Where is my limo? Good. Okay, come on, guys. Jammed out there, so if you're stuck in your car on your way to this concert, don't worry, we've got you covered. Just keep it right here on LA's Classic Rock Station. Staring Aerosmith Vekoma Launch Coaster mit dem alten Schienenprofil. Bin ich, also wenn die Bahn, also im Walibi Holland steht Express Platform 13, das ist dieselbe Bahn, bloß dass sie hier in etwas, also halt zumindest Grund vom Grundlayout, etwas anders bei den Stationen, Verladestationen. Richtig geile Bahn, im Dunkeln mit diesen ganzen Hollywood-Schildern, intensiver Lounge, relativ sanfte Fahrt. Man fährt dann zwischen diesen ganzen Hollywood-Signs durch, hat die Inversionen, macht richtig, richtig Bock. Einfach eine hammer, hammer geile Bahn. Onboard-Sound, der Rock'n'Roll, richtig geil. Problem bei Disney, man darf On-Rides machen, alles, muss keine Locker nehmen, aber man muss in so einer Bahn mit Inversionen und dem krassen Launch seinen Rucksack mitnehmen, mit allen Sachen drin. Ich habe jetzt meinen Rucksack zwischen den Beinen geklemmt gehabt und gleichzeitig aus der Hand mit der GoPro gefilmt. Also Leute, ich kriege Respekt, hoffe ich. Naja, jedenfalls hammergeile Bahn. Und jetzt schaue ich mal nicht nach dieser Fantasmic Show. Die schaue ich mir jetzt an. Ich filme leider mit der GoPro. Tut mir sehr leid, geht aber nicht anders, weil ich die andere Kamera vergessen habe. Mein Handy ist das Mikro kaputt. Ja, und dann melde ich mich aus der Show wieder. Oder nach der Show. Und nach der Show war ich dann ins Hotel zurück. Weil dann war es im heutigen Tag, der größtenteils
aus den Disney Hollywood Studios bestanden hat und eben zum ganz kleinen Teil aus der Animal Kingdom. Morgen steht dann erstmal Epcot an, größte Teil oder Anfangs des Tages, und danach fahren wir nochmal rüber ins Magic Kingdom, also den Haupt-Disney-Park. Mal schauen, was wir alles morgen schaffen. Bis dann. Freunde, heiser as fuck, ich bin zurück im Hotel, bin kaputt. Mein fünfter Tag in Folge, dass ich bis 22 Uhr im Parks bin, von 8 in der Früh, oder halb 8. Ich bin echt fertig.
jeden Tag, ich habe Blasen auf den Füßen, meine Füße sind weh. Fazit, geiler Tag, es hat sehr gut geklappt. Disney Studios, komplett jeden Ride fertig. Disney Hollywood Studios unabgefilmt. Disney Animal Kingdom, ein Ride schon gemacht und komplett abgefilmt. Besser kann es nicht laufen. Ich hoffe, es läuft weiterhin so. Das wäre echt genial. Und morgen, meine Freunde, wenn ihr wieder mitschauen wollt im nächsten Vlog, ich denke, ich splitte das jetzt hier, dann schaltet ein im nächsten Teil. Da geht es in Disney Epcot, wo der bekannte Test-Track steht. Nemo Dark Ride, Spaceship Earth und zum Beispiel auch der Frozen Dark Ride. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wo habe ich eigentlich meine Kamera gelassen, Alex? Habe ich die im Bad gelassen? Ja. Mann, was bin denn ich für ein Depp? Ja, ihr seht es. Und danach geht's in den Magic Kingdom Park, wo der Seven Dwarfs Mine Train steht. Und der Ariel Dark Ride steht, den gibt's auch nur in dem Park, soweit ich es weiß. Dann stehen dann die ganzen Standard Dark Rides, aber da werden wir sicher auch ein paar von fahren. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder im nächsten Vlog. Ich hoffe, uns geht's dann gut, uns passt. Und ja, meine Freunde, seid gegrüßt, seid verabschiedet. Entschuldigt nochmal für die schlechten Tonaufnahmen bei der Disney Imagination Show. Leider, wie gesagt, war meine Kamera nicht mit dabei. Ich sage tschüss, ich sage danke, es war ein geiler Tag, es war ein schöner Tag. Ciao.